Eine gute Leistung reichte nicht. Die RSV-Basketballer verloren gegen das Spitzenteam aus Oldenburg. Zwar ist die Negativserie der Korbjäger des RSV Eintracht am Sonntag leider nicht beendet worden, jedoch bescheinigte Coach Thomas Roy-Ackers seinem Team im Duell gegen das Spitzenteam Baskets Akademie Weser-Ems, OTB, trotzdem eine gute Leistung. Mit 75-83 mussten sich die Brandenburger am Ende der derzeit heißesten Mannschaft der Liga geschlagen geben. In der Halbzeitpause gehörte das Spielfeld dem Nachwuchs. Während Oldenburg durch den 9. Sieg aus den letzten 11 Spielen punktgleich mit Lok Bernau und den Adland Dragons das Spitzentrio der zweiten Basketball-Bundesliga Pro B bildet, rutschte der RSV durch die dritte Niederlage in Folge auf den vorletzten Platz ab. Ich bin schon froh, dass wir so lange im Spiel sein können, weil man sieht, am Ende fehlt uns vielleicht ein bisschen die Kraft von manchen Spielern, weil die doch ziemlich viel spielen müssen. Es war auch eine harte Trainingswoche für uns mit drei Leuten, die verletzt sind. Also die Belastung war dann etwas höher für die anderen. Trotzdem sind das keine Ausreden, aber das ist halt die Situation. Und von daher sage ich, dass ich, obwohl ich natürlich das Spiel lieber gewinne, auch zufrieden bin mit dieses Ergebnis.